Seit der plötzlichen und unerwarteten Aufhebung der Corona-Maßnahmen in China Anfang Dezember ist hier fast jeder an Corona erkrankt. Angefangen bei meiner Familie. Bon, on va à la chasse aux médicaments. Oui. Tu sais un peu quelle pharmacie on peut aller? On va voir derrière, à côté de l'hôpital, espérant qu'ils en ont. Ob krank oder nicht, man darf rausgehen. Mit meinem Sohn Hugo, der fließend Chinesisch spricht, suche ich eine geöffnete Apotheke. Seit Beginn dieser Welle werden sie überrannt. In Peking sind Medikamente knapp. On va s'organiser, hein, après ce qu'on a vécu depuis toutes ces années. Ces trois longues années. C'est la dernière ligne droite et on va essayer de s'en sortir. Alors, est-ce que la tente est toujours là, le contrôle à l'entrée? Ah ouais. La tente est là depuis trois ans, mais maintenant elle sert plus à rien. Dieser Durchgang war bis vor wenigen Monaten ein obligatorischer Kontrollpunkt. Temperatur messen, Impfpass vorzeigen. All diese Freiheitsbeschränkungen sind von heute auf morgen verschwunden. Die erste Apotheke ist wenige hundert Meter von unserer Wohnung entfernt. Oui, c'est des médicaments un peu étranges. Et lui non plus, il sait pas, il m'a dit de chercher sur Internet. La autre pharmacie un peu plus grande. Hier haben wir mehr Glück. Ça, c'est le médicament que tout le monde cherchait à l'époque. Ah oui. Pour la fièvre. Les fameux médicaments contre la fièvre que tout le monde cherche. On a trouvé. Je cantine de quoi, va. Cantine. Ça vient d'arriver. Avant c'était vide et là ouais, ça vient d'arriver. Il n'y avait rien du tout à la vie. Bon bah on est sauvés, on va pouvoir se soigner. Ouais. On va ramener tout ça à maman. Chérie, c'est moi. On t'a trouvé des médicaments. Comment tu vas? Lulu ist immer noch sehr krank und wir hatten keine Medikamente mehr zu Hause. On a trouvé tout ça. Ibuprofen contre la fièvre. Comment tu te sens? J'arrive pas à parler. La fièvre et mal à la gorge? Tout, total. Ich heiße Sébastien Le Belzic und arbeite seit 15 Jahren in China als Journalist und Korrespondent. Je vais vous raconter maintenant cette sortie chaotique de la politique zéro Covid en Chine. Déjà la première chose dont on se rend compte, c'est que terminer le QR code, terminer le scan avant de rentrer, terminer les portiques de température. On entre tout à fait normalement dans les centres commerciaux, les magasins, les lieux publics. Nur die Maske ist in Innenräumen weiterhin Vorschrift. Les gens sortent à nouveau. La vie reprend. Alors on fait même la queue pour manger au restaurant. Ah, c'est vraiment le Pékin qu'on connaissait avant l'épidémie. Ouais, moi aussi, je m'essaye à marcher sur la glace. Ce qui était strictement interdit jusque-là, on a l'impression que les Chinois ont abattu toutes les barrières et les derniers interdits. Heute treffe ich meine Freundin Ava. Hey, Ava, how are you? Long time no see. Yeah. You okay? I'm good. How are you? I'm okay. Much better, and you? Yeah, I'm good. Okay. Sie ist 30 und arbeitet als Regisseurin in Peking und war ebenfalls krank.
Doch das ist die beste Medizin, wieder wie vor der Pandemie zu leben. I'm very excited to have the reopening, and all of us were like, okay, I'm going to get COVID, and then I will have the freedom. Wenn man vor Weihnachten erkrankt, kann man das chinesische Neujahr garantiert im Kreise der Familie feiern. Wie Sie setzten sich viele junge Menschen freiwillig dem Virus aus, in der Hoffnung, anschließend immun zu sein. Yeah, I will take you to my mom's door. My mom is a really cheerful lady. You will love her. Let's go. Let's go. Ihre Mutter hat einen kleinen Laden im Yudu Yafeng Markt im Westen von Peking, auf dem alle möglichen falschen Antiquitäten und Kalligrafien verkauft werden. Das Ganze wird begleitet vom Gesang der Grillen, der großen Leidenschaft der Pekinger. Mama?没什么人，大家都刚阳过了，都没怎么出来。我希望开放，而且那个全世界不要因为一个疫苗就停止流动，经济也是很大的，对人的很大的，叫什么呢？支撑。你没有流动就没有经济，人就没法活，对吧？就像我开一个小店，假如没有人来，我也没得卖，生活也成问题。 Im Moment läuft es. Sie hat wieder ihre Pinsel in die Hand genommen und gibt Zeichenkurse für Kinder, wie vor der Pandemie. Denn hinter der Fassade der Rückkehr zur Normalität gibt es eine andere, bittere Realität. Überlastete Krankenhäuser, wie diese Aufnahmen zeigen, die ich in den Gängen des Krankenhauses 306 bei mir um die Ecke gedreht habe. Viele alte Menschen mit Infusionen und ein riesiges Chaos. Les services d'urgence sont souvent débordés, surtout qu'en Chine, il n'y a pas de médecin de famille et donc en cas de problème, il faut directement se rendre à l'hôpital en fait. Ce qui fait que c'est rapidement congestionné. Die sozialen Netzwerke zeigen uns ähnliche Szenen von überfüllten Krankenhäusern, in denen die Patienten teilweise auf dem Parkplatz liegen. Von Familien, die um Hilfe flehen. Und von den vielen Leichenwagen vor den Krematorien. Als Höhepunkt des Zynismus wird Corona manchmal nicht als Todesursache auf offiziellen Dokumenten aufgeführt. So sind einige Familien gezwungen, sich gegen ihren Willen an der großen Lüge zu beteiligen und das Ausmaß des Chaos herunterzuspielen. Das plötzliche Ende der Corona-Maßnahmen war völlig improvisiert. Ava und ich besuchen unsere Freundin Vivi. Sie ist 25 Jahre alt. Sie arbeitet als PR-Beauftragte in einer Kunstgalerie. Während des Lockdowns hat sie sich an die Arbeit im Homeoffice gewöhnt. Hallo. Hallo, Shira. Ja. Wir treffen sie in ihrer Wohnung im Osten von Peking. Empört über den Umgang mit der Pandemie hat Vivi die radikale Entscheidung getroffen, ihr Heimatland zu verlassen und im Frühjahr nach Japan auszuwandern. Seitdem lernt sie Japanisch. There's no modern and logical and reasonable process in making all this shitty policy. So, and it's just very obvious they can do whatever they want and they can do it immediately without asking
how the people think about it, you know, and whether you are prepared for the pandemic or not, they don't care. I don't know, just from my personal experience, I feel like I can't leave my family because I'm living where my family lives, and yeah, I'm going to build a family here. That's why I say, I don't know. Mm. Yeah, that's also the most difficult part for me. No matter how this country became later or how the world look at it, I just fuck off. I'm not concerned. Nach zwei langen Wochen im Bett geht es Lulu endlich besser. Zumindest körperlich. Denn psychisch ist sie auch angeschlagen. C'est dur pour les familles qui ont des vieux, quoi. Oui, c'est dur pour les personnes âgées, c'est elles qui sont surtout à l'hôpital, hein. Et ma grand-mère vient de mourir. Dernier jour de 2022. On va essayer de sortir quand même un peu, se changer les idées. Dehors, tu vas voir, c'est comme il y a 3 ans. Juste le masque. Je pense pas. Wenige Tage vor dem chinesischen Neujahr kaufen wir ein auf dem Markt. Auch hier sind Corona und das Ende der Beschränkungen die einzigen Gesprächsthemen. Là, c'est notre premier nouvel an, en fait, sans... après le zéro Covid, quoi. Exact. Après 3 ans. Ouais. Allez, on va prendre une petite bouteille pour fêter ça. Voilà. Der Beginn eines Lebens ohne QR-Gesundheitscode, ohne PCR-Testpflicht. Aber zu welchem Preis? Das Gefühl, 3 lange Jahre verloren zu haben.